Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crash Bandicoot und wir werden jetzt mal mit Coco wieder spielen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es heißt. Toxic Waste. Okay, alles klar. So. Was ist er denn für einer jetzt? Kann ich ihm sowas zurückkicken? Nein. Warum kann ich ihm das denn nicht zurückkicken? Okay, so geht's einfacher. Okay. Ich dachte, ich könnte ihm das zurückkicken, dass er es selber auf den Sack kriegt oder so, aber nein. Wer wirft das denn da die ganze Zeit runter, ja? Hallo. Oh, ich mach das immer so knapp. Krieg ich immer selber Angst vor mir. Wenn ich's so knapp mache. Aha, da kommt wieder was. So, okay, wir sind gut dabei. Was angeht bisher. Hallo. Oh. Ja, weil wir einen Fehler gemacht. Okay. Na gut. Also, bisher habe ich nichts übersehen, meiner Meinung nach. Was ist das denn jetzt? Okay, das war ja... Ey! War kein Scheiß, die sind unfair. Die sind definitiv unfair, diese Dinger. Gut. Ja, die Frage ist, wie umgehe ich die? Oh. Ich kann da ja nur runterherlaufen, ne? So, genau so. Okay, das war sehr gut. Okay, warte mal, er wirft. Okay, wenn er jetzt so eins wirft, das soll erstmal weggehen. Okay. Okay, sehr gut. Jawohl, Checkpoint. Okidoki. So, was haben wir hier? Super, hat sehr voll gelohnt. Okay. Bisher gut. Bisher läuft's mit Coco. Nein!
Nein, nochmal. Das mache ich nochmal. Das war nicht schwer. Ich habe mich einfach nur wieder dumm angestellt. Das ist alles. Da komme ich mir vor, als hätte ich das Spiel gerade eben erst installiert. Das sind so meine ersten Läufe, weißt du? Also manchmal kann ich das ja echt gut. Manchmal ja. Aber bei manchen, da stelle ich mich auch sowas von bescheuert an. Das ist auch nicht mehr feierlich. Also, weiß ich nicht. Junge, Junge, Junge. Ja, wir beinahe. Ja. Knall mir direkt am Schädel. Oh, wow. Gar nicht mal schlecht, Coco. Gar nicht mal schlecht. Pinestrime Potoroo. Ey. Wenn man schon so heißt, ja. Aber wir sind wieder Crash. Ah ja. Okay. Okay. Ich muss erstmal. Ich bleib, glaube ich, erstmal hier stehen. Aha. Ich glaube, hier bin ich. Stehe ich aber eigentlich safe. Hier hinter dem. Okay. Ach, du Bastard! Du dreckiger! Dreckiger Hoden-Kobold! Nein! Voller Drecksack, ey. Ich muss einfach hier hinter dem stehen bleiben. Das ist, glaube ich, der beste Platz hier. Ich bin zu ungeduldig. Ich bin zu ungeduldig in manchen Situationen. Schießt er wieder. Jetzt springt er da hoch, schießt wieder. Jetzt müsste er runterspringen und wieder schießen. So. Boah, ne, da ist der Weg zu weit. Okay, okay, okay. Ah, okay. Pinestripe püriert. Jawoll. Junge, Junge, Junge. Das ist, glaube ich, nur dieser eine Stuhl, wo das geht, ne? Kann das sein? The High Road. Oh nein. Oh nein. The High Road. The High Road. Oh nein. Ah, nicht schon wieder sowas. Warum? Jo.
Hä? Was ist da denn los? Was ist das denn da? Da taucht auf einmal. Das verstehe ich ja schon wieder nicht. Okay, jetzt geht das wieder los. Ganz easy rübergehen. Ach, jetzt rennt der da. Ach, Junge. Mann, ey. Das ist schon wieder das richtige Level für mich hier. Oh wow, das war elegant. Ja, bleib ruhig da sitzen, du Bastard. Das ist ein extra Leben. Ich jetzt? Da wartest du jetzt, dass ich durchgehe? So lange warten. Lass mal hin. Kannst du erstmal abhauen. Da, dieses Teil, das triggert mich ja schon enorm, dass das da. Nein, ich bin einmal auf dem Seil drauf. Ich mach da keine Faxen. Wo willst du hin? Ciao. Oh. Diese Musik, ne, die macht das manchmal sogar teilweise echt noch schlimmer. Das Feeling. Das ist unser Checkpoint. Jawoll. Hau ab. Oh, oh. Wollte jetzt nicht schneller loslaufen hier. Die wollte doch schneller loslaufen. Eine. Weg mit dir. Oh. Oh nein, wir gehen wieder so. Ah! Warum? Warum? Sie geht so richtig verpackt. Du denkst, du musst ihr da jetzt helfen, dem kleinen Mädchen. Und dann dreht sie auf einmal doch am Rad. Ich gehe jetzt einfach nur geradeaus. Scheiß auf die ganzen Schildkröten hier. Alle mal. Meine ist ja auch wieder ein Leben. Also die Leben, die sind ja hier echt gut. Das muss ich ja mal sagen. Die Leine. Und er wieder. Na, bleib da ruhig mal sitzen. Ich guck jetzt mal, ob wir hier wieder. Boah, das habe ich jetzt aber drauf, ey. Jumper darüber. Warum wird das eigentlich jedes Mal bestraft, wenn ich irgendwas Gutes, wenn ich mich ansatzweise lobe? Warum wird das direkt bestraft? Irgendwas muss ich ja falsch machen, dass das dann direkt bestraft wird. Ich gehe ja nur geradeaus. Ich mache ja nichts anderes. Oh. Oh, oh, oh. Ja, so gehen wir jetzt einfach weiter. Mach keine Faxen jetzt, Mädchen. Einfach nur weitergehen. Da ist der nächste Checkpoint. Nur weiter, geradeaus. Und geschafft. Gut. Okay. Hier können wir hochgehen. So. Okay. So.
Okay, geh weiter. Das ignoriert die Schildkröte, geh einfach weiter. Da ist der nächste Checkpoint mit TNT. Okay, was denn da? Warum? Ich will doch. Ich will das doch gar nicht. Ich will das doch gar nicht. Das hätte ich ja deutlich einfacher haben können. Diese Kacke da auch einfach ignorieren können. Schön, dass ihr alle auf eurem Panzer liegt. Echt toll. Macht mal weiter so. Sieht echt stylisch aus. Oh. Ich habe das Gefühl, ich falle gleich runter. Ah, so extra Leben. Komm, gib mir extra Leben gleich. Ui. Ich war vom Prinzip her war ich so gut. Ich habe jede Kiste da oben mitgenommen. Aber nein. So. Die will ich nur haben. Und die Kisten da, egal. Geschenkt. Die Kisten sind geschenkt. Ich will nur die Leben haben. Nein, no. Oh. Können mich alle mal am Arsch stecken hier. Scheiß Schildkröten. Und mein eigenes Ding hier. Lass es. Habe ich schon mal gesagt? Lass es. Dieses Spiel ist psychisch ganz gemein. Ja. Oh. Hier hast du nur diese Möglichkeit, das so zu machen. Ja, da vorne ist es. 13 Kisten, egal. Egal. 9 habe ich, glaube ich, mit diesem Bonuslevel nicht geschafft. Wie konnte das denn passieren? Ich war doch vor dem Ziel, Mensch. Offiziell habe ich dieses Level schon geschafft. Aber wenn ich jetzt gerade überspringe, ja. Einfach nur geradeaus weitergehen. Geradeaus nur weitergehen. Nein, du driftest ein bisschen ab, Goku. Ja. Ja. Wie falle ich denn da runter? Wie schaffe ich das denn immer? Wie schaffe ich es? Oh, Junge. Wie schaffe ich es denn da, an diesem letzten fucking Stück
muss mich richtig. Ich sitze nicht richtig. Ich habe mich gerade so. Ich habe nur noch zwei Leben. Ne? Ach so, die leben gar nicht mehr. Na, ist egal. Aber zu. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das ist mein letztes jetzt. Dann kann ich wieder ganz von vorne anfangen. Es darf doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein. Ja. Mach das Wort mit dem F-Wort, Alter. Und dann dich noch dazu. Mann. Das war... Wir waren durch. Wir hatten es geschafft, dieses fucking Level. Wir haben es... eigentlich auch verhältnismäßig gut gespielt. Aber dieser letzte. Piss dich. Geh weiter, ganz langsam. Okay, so. Oh, verpiss dich. Dieses Spiel, das macht dann auch wirklich aggressiv, ja? Vor allem diese Musik, diese trügerische Musik, die einen Freude vorgaukelt. Das darf nicht wahr sein. Der erste Sprung, der ist ja nicht schwer. Aber dieses gerade halten und du denkst, du driftest. Ich drifte jetzt ab, habe ich das Gefühl. Dann willst du korrigieren und dann ist das aber zu viel vom Korrigieren her. Da, das meine ich. Das ist immer ganz, ganz trügerisch, diese Scheiße, Mann. Ich brauche mein Leben wieder. Ja, ein scheiß Leben. Nein, nicht sowas. Hey, Coco, jetzt komm. Scheiß Schildkröten.
Das ist nur ein gerader Jumper, den wir da machen. Warum? Ich springe gerade hoch und nach vorne. Warum lande ich immer völlig falsch auf diesem fucking Seil? Jedes Mal. Ich lande völlig falsch. Jetzt geh weiter. So. Aber wir müssen da jetzt schon durchmarschieren, ne? Wir haben nur noch ein Leben. Der Checkpoint, der bringt mir halt auch nichts. Wie gesagt, mit einem Leben komme ich halt nicht weit, ne? Ich dachte, ich fall runter und dann springe ich. Es darf doch nicht wahr sein. Ja, komm. Game over am Arsch. Aber dieses Spiel, ne? Lass mich darauf. Okay. Da, ich lande. Entweder, ich weiß nicht, muss ich das einfach dann durchziehen und gar nicht. Ja, jetzt geht er hier drauf, Coco. Einfach weitergehen. Weil jetzt hänge ich schon wieder da so. Ja, dann habe ich verloren im Endeffekt. Wenn so eine Scheiße da wieder ist. Ich verstehe nicht, warum sie da nicht einfach dann gerade überspringt. Das ist mir ein Rätsel. Wirklich. So, warum kann sie das denn die ganze Zeit nicht machen? Wenn ich hier was sehe. Oh, hau ab. Einfach rübergehen. So. Damit wir gar nicht dieses Problem haben mit dem Springen, nehmen wir das natürlich so jedes Mal mit, da wo wir safe landen können. So, da haben wir jetzt unseren Checkpoint. Traurig, wenn man bedenkt, dass wir es eigentlich schon hatten, ne? Wir waren schon am Ziel. Wir hatten dieses Level schon mehrmals geschafft. Wir haben es mit 5 Leben vergeigt, glaube ich. Es ist umso schlimmer. Warum? Ich muss doch, wenn dann auf sie draufspringen, oder nicht? Nur noch ein Leben. Das ist ja unmöglich jetzt. Ich hasse diese Level hier oben auf dermaßen auf diesen Höhen. Und es hilft mir nicht, wenn ich weiß, dass ich es eigentlich schon geschafft hätte, aber zu dumm war. Oder zu dumm vielleicht noch nicht mal, zu ungeschickt. Geh doch jetzt weiter. Ganz vorsichtig den Cursor. Oh, ich habe Angst, dass ich da gleich runterfalle. Oh, so. Leben. Wo ist extra Leben? Ach, das brauche ich nicht. Ja doch, dich brauche ich eigentlich schon.
Eigentlich brauche ich die schon. Ich brauche das schon, weil das Bonuslevel gibt mir ja extra Leben, ne? Aber verpiss dich, da bleibt er sitzen. Okay. Nein, nein. Oh, oh. Ich jetzt durch diese TNT-Sache da gestorben. Hätte mir echt den Rest gegeben. Geh weiter. Dann halt nur geradeaus gehen. Oh, so jetzt. Ich brauche Bonusleben. Ich brauche Bonusleben. So viel zum Thema Bonusleben. Ja. Okay. Oh. Oh, Mädchen. Mädchen, mach jetzt keinen Scheiß. Nein, das kann nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Junge, Junge, Junge. Also, was? Diese Höhenlevel, die sind ja der letzte Mist. Jetzt mal ganz ehrlich. Slippery Climb. Yo, das mache ich jetzt aber nicht nochmal. Wechseln wir mal wieder. Oh. Ja. Also, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.